Hallo zusammen, Sebastian hier von Twin Peaks. In diesem Video zeige ich euch die Konfiguration für die Value Area für den CD Footprint Indikator. Zur Erinnerung, die Value Area ist der Bereich, wo etwa 70% des gesamten gehandelten Volumens innerhalb einer Bar stattgefunden haben. Ja, das Ganze geht zurück auf den Mathematiker Gauss nach der gaußschen Normalverteilungskurve. Ja, googelt das gerne mal, ist ein etwas komplexeres Thema, aber wird eben von vielen Händlern auch beachtet in verschiedenen Zeiteinheiten. Um uns das Ganze anzuzeigen, haben wir hier im CD Footprint Indikator, den haben wir hier entsprechend geladen und über dieses FP-Symbol hier einmal die Konfigurationsseite geöffnet. Dann haben wir hier den Bereich Value Area. Standardmäßig ist er erstmal ausgeschaltet, damit es euch nicht verwirrt, könnt ihr aber hier über All entsprechend aktivieren. Weil das ist jetzt hier schon das Extended. Ich nehme es hier nochmal kurz raus. Da kommen wir gleich dazu. Erstmal hier der Bereich Display Mode. Gehen wir hier mal auf beide. Dann sehen wir hier schon so ganz leicht grau mit einer Linie dargestellt die Value Area der Bar. Ich mache das hier mal ein bisschen kräftiger. Schließe mal auf 100%. Dann sehen wir hier schon diesen grauen Rahmen. Das ist die Value Area. Das Ganze könnt ihr hier auch statt Outline als Area darstellen. Dann wird das hier so. Dann reicht das vermutlich auch mit 60%. Dann habt ihr immer schon die Value Area der eigentlichen Bar. Bedeutet also, hier in dem Bereich wurden etwa 70% des gesamten Volumens der Bar gehandelt. Das ist halt bei längeren Bars ein bisschen eindeutiger. Ich mache das mal hier in dem Bereich hier drüben. Ja, hier 15:35, Markteröffnung. Heißt, hier war die eigentliche Bar. Und hier unten wurde aber das meiste Volumen, also knapp 70% davon, gehandelt. Und ihr könnt euch eben anzeigen lassen, ob ihr das Ganze eben als Area, Outline oder sogar beides haben möchtet, je nachdem, was für euch sinnvoller ist. Und ihr könnt eben auch sagen, ob ihr das Ganze nur Bar Body, also wenn die Value Area innerhalb des Bar Bodies liegt und dann anzeigen möchtet, das Ganze im Wick liegt. Also wenn sozusagen die gesamte Value Area abgelehnt wurde. Ich schaue, ob wir das hier irgendwo haben. Hier zum Beispiel und hier ist das meiste Handelsvolumen eben innerhalb des Wicks drin. Oder eben dann hier auf beides, ja, dass uns die Value Area immer angezeigt wird. Oft bedeutet dann einfach, sie wird gar nicht angezeigt. Und wir haben eben dann auch hier wieder die Option, ein Advanced Coloring zu benutzen. Und wir sehen ja hier schon erweiterte Farbgebung. Wenn wir das Ganze aktivieren, dann sehen wir schon, da wo wir tatsächlich mehr Verkäufer in der Value Area hatten, also wo das Gesamtdelta negativ ist, wird die Value Area eben dann hier rot eingefärbt oder eben grün, wenn das Gesamtdelta positiv ist. Und ich mache das hier mal ein bisschen blasser alles. Das machen wir auf 20. Und dann überdeckt das hier eben auch nicht alles. Und das kann auch sehr spannend sein, um zu bewerten, war eine Value Area eher von Käufern frequentiert oder von Verkäufern frequentiert, um das dann hierüber zu filtern. Also auch hier wieder sehr, sehr individuell einstellbar. Ansonsten haben wir hier noch die Option, das Ganze auch als Extended darzustellen. Das bedeutet, ich mache das hier extra mal kleiner. Und dann können wir uns hier, wenn wir das anschalten, stellen das hier mal auf All, dann sehen wir hier schon Value Areas, die noch nicht angehandelt wurden. Die werden hier einfach nochmal gebrochen. Und wenn nicht angehandelt ist, immer gemeint, dass sie quasi gebrochen werden, um zu enden. Ja, wenn wir hier sagen, Bar Close oder Bar VPOC, kann es auch immer noch mal anders berechnet werden, aber standardmäßig ist eigentlich Bar High Low. Bedeutet also, wenn das Ganze hier eine Bar geschlossen hat und das Ganze hier drüber ging, dann wird das Ganze auch beendet. Das sehen wir hier an den ganzen Areas, die hier enden. Und wir haben natürlich hier auch diverse Areas, die sich überlappen, ganz klar, aber die dann eben auch noch aktiv bleiben. Kann also für manche Handelsansätze auch sehr interessant werden. Wenn wir uns hier mal ein bisschen weiter scrollen in dem Bereich, dann sehen wir das hier oben eben auch, dass wir hier Value Areas haben, die mal direkt durchgehandelt werden. Heißt, da ist der Handel dann abgeschlossen. Oder wir haben eben auch Bereiche, die dann erst später nochmal angehandelt werden. Also kann für den ein oder anderen Order Flow und Footprint Trader auch eine sehr spannende Funktion sein, sich das Ganze hier anzuzeigen und hier eben auch wieder trennbar das Ganze auf Broken oder Unbroken, dass wir uns nur die anzeigen lassen möchten. Und genauso können wir eben hier wieder filtern, ob die ganze Sache nur im Body oder auch im Wick oder eben beides stattgefunden haben soll. Ja, auch hier wieder, ob als Outline oder eben als Area, auch alles wieder sehr, sehr frei konfigurierbar, so dass ihr eben genau das seht, was ihr sehen möchtet.
Ja, und auch hier wieder Advanced Coloring, die Option mit Rot und Grün oder eben Tieffarben, die ihr haben möchtet, für eben vornehmlich positiv oder negativ geartete Value Areas. Also auch sehr, sehr umfangreich konfigurierbar. Ich schaue das hier nochmal ab, weil für die meisten ist ja tatsächlich erstmal diese eigentliche Value Area interessant und gehen wir hier wieder auf 50% hoch. Dann sehen wir hier noch ein bisschen mehr von der ganzen Sache und können dann damit eben auch deutlich besser arbeiten. Ja, und wenn wir das hier mal hochgehen, gehe ich auch nochmal auf 50, dann haben wir hier auch noch ein bisschen mehr, ja, Konfigurationsmöglichkeit, um zu schauen, okay, war da jetzt doch eher was Positives, doch eher was Negatives oder muss ich da auf andere Sachen achten? Genau, so viel erstmal zur Value Area in den Kerzen selbst. Im nächsten Video schauen wir uns mal das Thema Finished und Unfinished Auctions an und was uns das Ganze sagt und wie wir damit arbeiten können.